Hallo Leute, was kann man beim Nudelkochen falsch machen? Sehr viel, wenn ihr mich fragt. Fehler Nummer 1, man macht einfach zu viele Nudeln. Das passiert mir öfters mal. Und damit sind wir schon beim Fehler Nummer 2. Der sieht so aus, dass das Wasser noch gar nicht kocht. Dadurch werden die Nudeln matschig und sind nicht al dente, so wie man es eigentlich haben möchte. Also Nudeln in kochendem Wasser kochen und nicht in lauwarm und warten, bis es dann wirklich auch mal kocht. Fehler Nummer 3, wir vergessen das gute Salz und die Nudeln schmecken nach gar nichts. Ugh. Fehler Nummer 4, wir nehmen viel zu viel Salz. Das kann leider auch passieren. Das schmeckt dann auch nicht wirklich besser. Und nachsalzen ist besser als übersalzen. Fehler Nummer 5. Wir haben die Kochzeit für die Nudeln zu kurz eingestellt und wir kriegen steinharte Nudeln. Fehler Nummer 6. Wir nehmen kein Salz, sondern Zucker. Fehler Nummer 7. Wir vergessen das Fenster aufzumachen und sehen nichts mehr. Und wenn man nicht alle Fehler gleichzeitig begangen hat, dann kann man am Ende das Ergebnis sogar noch genießen. Also Leute, ich wünsche euch guten Appetit und viel Erfolg beim Nudeln kochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.